Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, Kommilitoninnen und Kommilitonen, vor allem lieber Herr Kollege Wiesing. Es ist uns eine große Freude, dass wir Sie heute hier zur Marsilius-Vorlesung in Heidelberg in der Alten Aula begrüßen dürfen. Als wir Sie im letzten Sommer zu dieser Veranstaltung einluden, hatten wir uns diese Veranstaltung noch ganz anders vorgestellt. Wir hofften, dass wir, wenn gleich auch im begrenzten Rahmen und unter strengen Hygienebedingungen, direkte Begegnungen und Austausch zwischen Ihnen, der Universität und den Marsilius-Kollegiatinnen und Kollegiaten ermöglichen könnten. Die Entwicklung der Corona-Pandemie lässt uns dies leider nun nicht mehr zu. Gleichwohl freuen wir uns, dass wir heute mit Ihrer Vorlesung die seit 2008 bestehende Reihe der Marsilius-Vorlesungen im Sommersemesterrhythmus fortsetzen können. Die Technik erlaubt es uns, dass diese Vorlesung zwar in der Alten Aula, in einem sehr begrenzten Rahmen stattfinden kann. Die Vorlesung wird dem Publikum gleichzeitig und zeitversetzt an den Bildschirmen, in den Büros, Homeoffices, Wohnzimmern und an vielen unterschiedlichen Orten finden. Ich möchte Ihnen, werter Herr Kollege Wiesing, von Herzen danken, dass Sie in diesen Zeiten nach Heidelberg gekommen sind und sich auf dieses ganz andere Format eingelassen haben. Mein Name ist Michael Boutros. Zusammen mit meiner Kollegin Friederike Nüssel leite ich seit dem Sommersemester 2020 das Marsilius-Kolleg, Heidelbergs interdisziplinäres Center for Advanced Studies. Das Marsilius-Kolleg gehört seit 2008 zu den zentralen strategischen Elementen der Universität Heidelberg, zunächst in der Exzellenzinitiative und jetzt auch in der Exzellenzstrategie. Als Begegnungsort, Netzwerk und Plattform für interdisziplinäre Zusammenarbeit am Wissenschaftsstandort Heidelberg und der Region Rhein-Neckar widmet es sich übergreifenden Themen von großer wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Relevanz. Der Brückenschlag zwischen den Natur- und Geisteswissenschaften steht dabei stets im Mittelpunkt unserer Aktivitäten. Damit eng verknüpft ist auch unser Bemühen, gelingende Wissenschaftskommunikation zu fördern, zwischen den akademischen Disziplinen, aber auch zwischen der Universität, kooperierenden Forschungsinstitutionen und der breiteren Öffentlichkeit. Mit den Marsilius-Vorlesungen möchten wir die Bedeutung der interdisziplinären Zusammenarbeit auch in der Gesellschaft verdeutlichen. In jedem Semester lädt das Kolleg hierfür eine herausragende Wissenschaftlerin oder einen herausragenden Wissenschaftler ein, einen öffentlichen Vortrag zu einem Thema von fächerübergreifender Bedeutung zu halten. Diese Vorträge sollen Anregungen für die Öffentlichkeit sein und gleichzeitig Impulse für den interdisziplinären Dialog im Marsilius-Kolleg geben. Dass wir für die heutige Vorlesung einen hochkarätigen Philosophen eingeladen haben, hat nicht zuletzt mit einer besonderen Situation an unserer Universität zu tun. Denn die Heidelberger Philosophie befindet sich derzeit in einer Übergangssituation mit vielen unbesetzten Schlüsselposition. Der völlig unerwartete und erschütternde Tod unseres hochgeschätzten Kollegen Jens Halfwassen hat die Lage zusätzlich verschärft. In dieser kritischen Situation möchten wir nun mit einer philosophischen Marsilius-Vorlesung ein Zeichen setzen und unterstreichen, dass die Philosophie einen unerlässlichen Beitrag für die universitäre Forschung und Lehre insgesamt und den Dialog über die Wissenschaft und zwischen den Wissenschaftskulturen leistet. Gerade im Marsilius-Kolleg sehen wir es immer wieder, dass philosophische Forschung im interdisziplinären Dialog zur Klärung der Grundbegriffe unerlässlich ist, mit denen alle Wissenschaften ihre Fragestellung präzisieren, ihre Ergebnisse beschreiben und in die Öffentlichkeit kommunizieren. Dazu gehören insbesondere auch die Begriffe Wahrnehmung und Selbstbewusstsein, die Sie im Titel Ihrer Marsilius-Vorlesung nennen und in Ihrer Verbindung zu dem Thema gewählt haben. Mit einem etwas anderen Fokus ist dieses Themenfeld im Marsilius-Kolleg schon diskutiert worden. Und zwar zum einen in dem Marsilius-Projekt Verkörperung als Paradigma einer evolutionären Kulturanthropologie und bei der Marsilius-Sommerakademie zum Thema Anthropologie der Wahrnehmung. Daraus sind auch mehrere Publikationen hervorgegangen und eine weitere interessante Verbindung des von Ihnen gewählten Themas dürfte zu dem Thema künstliche Intelligenz bestehen, das im Mittelpunkt der letzten Marsilius-Vorlesung mit dem Tübinger Informatiker Bernhard Schöllkopf stand. Denn mit künstlicher Intelligenz werden gegenwärtig
auch viele ethische Fragen virulent, die aber mit der Eigenart menschlicher Wahrnehmung und der Rolle des menschlichen Selbstbewusstseins zusammenhängen. Damit wiederum stehen Grundfragen der Anthropologie zur Debatte, die Sie, Herr Kollege Wiesing, seit vielen Jahren philosophisch erforschen. Im Folgenden möchte ich Ihnen, meine Damen und Herren, Herrn Kollegen Wiesing kurz vorstellen. Lambert Wiesings akademischer Weg führte ihn zunächst nach Münster, wo er studierte und 1989 mit einer Arbeit über ästhetische Lebensformen in den Schriften des Künstlers Kurt Schwitters und des Philosophen Ludwig Wittgenstein promoviert wurde. Mit seiner Habilitation Die Sichtbarkeit des Bildes, Geschichte und Perspektiven der formalen Ästhetik an der TU Chemnitz im Jahr 1996 wendete er sich der Bildtheorie zu und wurde im Jahr 2001 auf eine Professur für vergleichende Bildtheorie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena berufen. Die Professur wurde 2009 mit der Ausrichtung Phänomenologie und Bildtheorie an das sehr viel breitere Forschungsspektrum des Lehrstuhlinhabers angepasst. Seit der Herausgeberschaft des Bandes Philosophie der Wahrnehmung im Jahr 2002 entwickelte sich Lambert Wiesing zu einem sehr erfolgreichen und produktiven Autor des renommierten Surkamp Verlags und erreichte damit eine größere Leserschaft und internationale Bekanntheit. Er hatte Gastprofessuren an den Universitäten Wien und Oxford am Dartmouth College in den USA inne. Mit seinem Band mit dem extrem kurzen Titel Luxus erhielt er 2018 den hochdotierten Thüringer Forschungspreis. Mit seinem heutigen Vortrag über Wahrnehmung und Selbstbewusstsein verbindet er zwei Linien eines Forschungsprofils, für die unter anderem seine letzten beiden Bücher stehen. Das Mich der Wahrnehmung, eine Autopsie, 2015, und Ich für mich, Phänomenologie des Selbstbewusstseins, 2020. Wie diese Werke zeigen, ist der Philosophiestil von Lambert Wiesing von großer Präzision, Anschaulichkeit und Verständlichkeit geprägt. Dabei gelingt es ihm, sein Publikum mit neuen und ungewöhnlichen Sichtweisen auf vertraut erscheinende Phänomene zu überraschen. Ein plakatives Beispiel bietet seine Sichtweise auf den Luxus als eine Art Aufbegehren gegen die instrumentelle Vernunft. Man spürt bei ihm die Lust am argumentativen Wettstreit um des intellektuellen Fortschritts willen. Lieber Herr Kollege Wiesing, wir freuen uns sehr, dass Sie in dieser Zeit voller Einschränkungen unserer Einladung gefolgt sind und nun die 26. Marsilius-Vorlesung an der Universität Heidelberg halten. Wir heißen Sie herzlich willkommen in der alten Aula und sind nun sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Ja, als erstes möchte ich mich ganz herzlich bedanken für diese sehr freundliche Einladung, auch für die Ehre, diese Marsilius-Vorlesung, die 26. bei Ihnen halten zu dürfen. Ich möchte mich auch bedanken, sehr geehrter Herr Boutros, liebe Frau Nüssel, sehe ich jetzt gerade nicht. Ich möchte mich auch dafür bedanken, dass Sie das Engagement haben, unter diesen schweren Bedingungen sich doch nicht aus dem Takt werfen zu lassen und die Vorlesungen nun wirklich unter den schweren Bedingungen aufrechterhalten. Auch erstmal dafür herzlichen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Boutros, sehr geehrte Frau Nüssel, meine Damen und Herren, ich sehe Sie ja jetzt nicht, ich glaube, es sind auch ein paar Bekannte dabei, liebe Freunde. Was ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist eine phänomenologische Philosophie. Und zwar zu den Themen Wahrnehmung und Selbstbewusstsein. Und um es noch einmal kurz ins Gedächtnis zu rufen, weil ich ja weiß, dass das Marsilius-Kolleg auch Brücken schlägt und nicht unbedingt jeder dann deshalb auch schon mit phänomenologischer Philosophie vertraut ist. Eine phänomenologische Philosophie zeichnet sich dadurch, meine Damen und Herren, aus, dass sie versucht, die erlebte Wirklichkeit als erlebte Wirklichkeit zu beschreiben. Das Ziel ist also eine Beschreibung, wie die verschiedensten mentalen Zustände, und das weiß ich, es wird ja hier an der Universität Heidelberg auch sehr viel erforscht, denken Sie an Wahrnehmen, aber auch an Fantasieren, vielleicht Schmerzen haben, Erinnern, wie diese verschiedenen
mentalen Zustände, Bewusstseinszustände aus der ersten Personenperspektive erlebt werden. Aber, und das ist jetzt etwas ganz Wichtiges, was leider in der Rezeption der Phänomenologie sehr häufig übersehen wird, es geht ja nicht darum, nur zu sagen, wie ich etwas erlebe in der Phänomenologie, wie mir gerade zumute ist. Also wenn jemand sagt, ich esse gerne Nudeln, ist er noch kein Phänomenologe, auch wenn er berichtet, wie ihm zumute ist. Er isst halt gerne Nudeln. Ja? Das Wesentliche der phänomenologischen Philosophie besteht darin, zu versuchen, in mentalen Zuständen, also in Bewusstseinszuständen, wie zum Beispiel Wahrnehmung und Selbstbewusstsein, mit denen ich mich ja heute befassen möchte, notwendige Merkmale, sogenannte Charakteristika, zu bestimmen. Es geht also darum, Merkmale zu finden, die vorhanden sein müssen, wenn dieser Zustand vorhanden ist. Das haben wir, meine Damen und Herren, in der Phänomenologie-Geschichte mehrmals, ja, ich würde sagen, hervorragend vorgeführt bekommen. Denken Sie an die großartigen Beschreibungen der Imagination, also der Fantasie, wie wir sie von Jean-Paul Sartre kennen, oder aber auch an die vielen Beschreibungen der Wahrnehmung, wie wir sie von Edmund Husserl, dem Vater der Phänomenologie, kennen. Was ich heute möchte, ist dieses traditionelle Phänomenologieverständnis, also zu beschreiben aus der ersten Personenperspektive, wie ein Zustand erlebt wird, in der Hoffnung, dass wir dort notwendige Merkmale finden. Ich möchte dieses durchaus traditionelle Phänomenologieverständnis auf das Selbstbewusstsein anwenden. Es geht mir um die Frage, wie bin ich für mich? Wer will schon in Zweifel ziehen, dass er nicht ist? Und ich möchte die Frage stellen, wie bin ich für mich? Allerdings nicht, das könnte ich zum Beispiel sagen, also ich bin gerade für mich ziemlich erfreut, ich freue mich, hier die Vorlesung halten zu können, ich fühle mich gerade sehr geehrt. Das ist kontingent, das muss nicht sein, das ist nicht notwendig. Mir geht es darum, zu fragen, ob es in dem Umstand, dass ich meine, dass ich bin, notwendige Merkmale bestimmt werden können, von denen ich a priori weiß, dass sie gegeben sind, wenn es Selbstbewusstsein gibt. Denn das, meine Damen und Herren, ist Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist das Bewusstsein, dass ich bin. Das Bewusstsein, dass ich selbst es bin, der zum Beispiel Schmerzen hat, der zum Beispiel etwas besitzt, der etwas möchte, der etwas will, der sich erinnert. Selbstbewusstsein ist das Bewusstsein der Jemeinigkeit, so kann man das formulieren, meiner Zustände. Durch mein Selbstbewusstsein beziehe ich mich also nicht auf etwas in der Welt. Ich habe also nicht eine Ausrichtung und sage, ich denke jetzt an das Klavier, ich denke jetzt an das und das, sondern durch mein Selbstbewusstsein habe ich ein Bewusstsein, eben in der Welt zu sein. Und wenn ich jetzt heute die Verbindung zwischen Wahrnehmung und Selbstbewusstsein thematisieren möchte, dann geht es mir eigentlich, ich möchte ein Beispiel geben, um eine einfache Situation. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Garten und sehen sich den Baum im Garten an. Die Wahrnehmung des Baumes ist für mich das Bewusstsein von der Gegenwart des Baumes. Also da ist ein Baum. Sie haben ein Bewusstsein, da ist ein Baum. Doch wenn ich den Baum jetzt sehe, und das ist jetzt die Verbindung von Wahrnehmung und Bewusstsein, dann habe ich ja nicht nur notwendigerweise ein Bewusstsein, dass dort ein Baum ist. Also wenn Sie nicht glauben, dass da ein Baum ist, dann würde man nicht sagen, dass Sie ihn wahrnehmen. Sondern Sie haben ja auch immer ein Bewusstsein, dass ich es bin, der ihn wahrnimmt. Dass ich es bin, der in einer Relation, in einer räumlichen Relation zu dem Baum sich befindet. Das heißt, in der geschilderten Situation, also eine ganz einfache, elementare Situation, Sie sitzen im Garten und sehen einen Baum. In der geschilderten Situation hat man ein doppeltes Bewusstsein, ein doppeltes Bewusstsein. Und dieses doppelte Bewusstsein, meine Damen und Herren, das ist nicht so, ja, das ist bei ihm, bei Klaus und Claudia kann das vorkommen, sondern das ist das, was ich selbst ein Korrelations-a priori nennen möchte. Das heißt, nicht ein kausaler Zusammenhang, sondern ein denknotwendiger Zusammenhang. Sozusagen wie die zwei Seiten einer Münze. Wenn es eine Vorderseite gibt, dann ist es denknotwendig, dass es auch eine Rückseite gibt. Wenn es eine Marsilius-Medaille gibt, dann ist es denknotwendig, dass es eine Vorderseite und eine Rückseite dieser Medaille gibt. Das ist also Selbstbewusstsein. Und hier gibt es jetzt in der Forschung sehr viele Fremdwörter dafür, wie man das nennt. Ein sehr verbreiteter Terminus, nur um ihn mal zu nennen, ist ubiquitär. Also wenn ich wahrnehme, ist ubiquitär, also immer begleitend dabei ein Bewusstsein, dass ich es bin, der wahrnimmt und dass ich es bin, der dadurch in eine räumliche Situation zur Welt gesetzt werde. Der schon zitierte Philosoph Jean-Paul Sartre, der für diese Thematik nun sehr viel einschlägige Vorarbeit geleistet hat,
formuliert dies folgendermaßen: Jedes objektsetzende Bewusstsein, das ist das, was man auch Intentionalität nennt, ich sehe den Stuhl, den Tisch, ist gleichzeitig ein nicht setzendes Bewusstsein von sich selbst. Und dieses ist gleichzeitig, ich hatte schon gerade gesagt, in der Forschung haben sich dafür viele Fachbegriffe, Termini ausgebildet, dieses ist gleichzeitig, wird auch mit dem Terminus erfasst, Wahrnehmung ist präreflexiv immer auch ein Bewusstsein von mir selbst, dass ich ein Wahrnehmender bin. Präreflexiv heißt also schon vor der Thematisierung. Es ist nicht so, Sie sehen den Baum und dann müssen Sie erst mal darüber nachdenken, bin ich das eigentlich, der den Baum sieht? Sondern mit einem intentionalen Bewusstsein ist also immer auch ein Selbstbewusstsein verbunden. Soweit, meine Damen und Herren, würde ich mal sagen, also das ist jetzt, ja, Common Sense gibt es in der Philosophie wenig, aber das ist eine ziemlich gesicherte Basis, auf der sehr, sehr viele Philosophen aufbauen. Und das ist auch alles andere als irgendwie auf meinem Mist gewachsen. Das ist eher, sage ich mal, Forschungsstand, Präreflexivität des Selbstbewusstseins. Doch Freude kommt bei mir da noch nicht auf. Was ich in der Phänomenologie vermisste und woran ich gerne arbeite, ist ein über die Diagnose der Präreflexivität, die ich alles andere als für falsch halte, ich halte sie nur für wenig, ja, eine hinausgehende Perspektive, wie wir jetzt das Selbstbewusstsein noch darüber hinausgehend erforschen können. Selbstbewusstsein ist präreflexiv, also um es nochmal zu sagen, da will ich überhaupt nicht gegen argumentieren, es ist mir nicht falsch, sondern es ist mir zu wenig. Was dann? Und da möchte ich einen Vorschlag machen oder da habe ich einen Vorschlag gemacht, an dem ich in meinen Arbeiten zum Wahrnehmung und zum Selbstbewusstsein arbeite. Ich glaube, es ist gewinnbringend, wenn wir einen Perspektivenwechsel auf diese Phänomene vornehmen. Wenn ich die Forschung richtig sehe, dann gilt es sowohl für die Wahrnehmung wie auch für das Selbstbewusstsein, dann ist ein Großteil der Forschung damit beschäftigt, ja, wie ist es denn möglich, dass ich was sehe? Wie ist es möglich, dass ich Selbstbewusstsein habe? Ich glaube, dass die Wahrnehmungsphilosophie und die Selbstbewusstseinsphilosophie von dem gleichen Paradigma bestimmt ist, was ich als transzendental bezeichnen möchte, weil es immer um die subjektiven Bedingungen der Möglichkeit geht. Ja, die Wahrnehmungsphilosophie sagt sich, ja, was passiert für eine unbewusste Interpretation, was für eine unbewusste Deutung, damit ich jetzt zum Beispiel ein Klavier sehe, damit ich Sie jetzt dort drüben sitzen sehe und so weiter und so weiter. Und genauso ist die Selbstbewusstseinsphilosophie von diesem Paradigma beherrscht. Man fragt sich immer, was für eine Tätigkeit findet da statt, damit sowas entsteht wie Selbstbewusstsein. Wir haben ja Selbstbewusstsein. Herr Buthaus, Sie glauben doch jetzt dort zu sitzen. Und was passiert da? Und da werden immer so unbewusste Tätigkeiten erfunden. Selbstgefühl, Selbstwahrnehmung, Selbstinterpretation. Ja, da gibt es ganz kühne Geschichten. Und davon möchte ich mich abwenden und den Vorschlag machen. Es ist genuin phänomenologisch, wenn wir nicht nach den subjektiven Bedingungen der Möglichkeit, sondern nach den Folgen der Wirklichkeit von Selbstbewusstsein fragen. Nach den Folgen der Wirklichkeit. Ich gehe von der Wirklichkeit aus, dass es mein Selbstbewusstsein gibt. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, warum. Ich weiß es nicht. Mögen es Gehirntätigkeiten sein, mögen es transzendentale Akte sein, mag es ein Gott sein. Ich weiß nicht, warum ich Selbstbewusstsein habe. Und ich persönlich, aber da würde ich keinen Allgemeingültigkeitsanspruch erheben, halte es auch für vergebliche Liebesmühe, darüber nachzudenken, dass Menschen je erklären könnten, wie es kommt, dass wir Selbstbewusstsein haben. Aber was ich weiß, ist, wie es ist, Selbstbewusstsein zu haben, weil ich ja Selbstbewusstsein habe. Und deshalb drehe ich das traditionelle Schema oder die traditionelle Fragestellung von den subjektiven Bedingungen der Möglichkeit um und frage nach den Folgen der Wirklichkeit des Selbstbewusstseins. Wie muss mir zumute sein, weil ich Selbstbewusstsein habe? Dieses Zumutesein ist für mich ein zentraler Begriff. Und zwar meint man mit Zumutesein die Qualität, wie ich es erlebe, in der Welt zu sein. Und ich glaube sogar, meine Damen und Herren, dass für phänomenologische Beschreibungen es hilfreich ist, einen Begriff zu prägen, der hier etwas ganz Genaues erfassen kann, nämlich den Begriff der Zumutung. Wenn Sie nur mal einmal einen Text von Edmund Husserl lesen, dann werden Sie merken, dass bei Husserl der Begriff des Zumuteseins ständig vorkommt. Das ist ein Schlüsselbegriff. Ja, Phänomenologen beschreiben, wie mir zumute ist. Wie es ist zu wahrnehmen, wie es ist zu erinnern, wie es ist, etwas zu wollen, wie es ist, Schmerzen zu haben.
Aber das Tolle an dem Wort Zumutung ist diese Doppeldeutigkeit. Denn mit Zumutung meinen wir auf der einen Seite diese Substantivierung, wie mir zumute ist, aber auf der anderen Seite sind Zumutungen ja auch Widerfahrnisse, gegen die ich nichts kann. Und das ist jetzt der Gedanke. Ich möchte die Zumutung beschreiben, die es bedeutet, dass ich in der Welt bin. Denn ich bin ja nicht gefragt worden, ob ich in der Welt sein wollte. Und ich möchte diesen Widerfahrnischarakter erfassen, aber nicht mit einer Erklärung, sondern wie mir zumute ist, weil mir zumute sein muss. Wenn ich in einem Zustand bin, erlebe ich automatisch, wie mir in diesem Zustand zumute ist. Wenn jemand verliebt ist, dann weiß er, wie es ist, verliebt zu sein. Dann kann er auch gar nicht. Es gehört zum Verliebtsein dazu, in einer bestimmten Weise erlebt zu werden. Ja? Also wenn jemand sagt, ich bin verliebt und ich frage, ja, wie fühlt sich an? Ach, das fühlt sich gar nicht an. Dann würde ich sagen, du bist nicht verliebt. Ja? Und wenn einer sagt, ich habe Schmerzen und dann sage ich, oh, wo tut es denn weh? Nee, es tut nirgendwo weh. Nein, dann hat er keine Schmerzen. Das heißt, das Zumutesein ist ein Zwang, der mit dem Zustand zusammengeht. Und deshalb führe ich oder schlage ich vor, dass wir den Begriff der Zumutung, der dieses beides erfasst, als einen Terminus technicus für diese Beschreibungen verwenden. Und das heißt, mir geht es sozusagen darum, wie muss mir zumute sein, weil es meine Wahrnehmung und mein Selbstbewusstsein gibt. Und diese Zumutungen versuche ich in meiner Arbeit zu beschreiben und versuche die auch in Zusammenhänge zu bringen, in Relationen zu bringen. Und ich möchte Ihnen heute einen kurzen Eindruck, einen Einblick von vielleicht so etwas wie die wichtigsten Zumutungen, wenn Sie so wollen, geben. Zweifelsohne, meine Damen und Herren, scheint mir die wichtigste Zumutung, sozusagen das unvermeidbare Erlebnis, das Sie erleben müssen, weil Sie nun mal ungefragt in der Welt sind, zu sein, dass Sie körperlich und leiblich anwesend sein müssen. Und das heißt also, aus meiner Beschreibungsperspektive möchte ich die Perspektive ändern. Es ist nicht so, weil es irgendwie eine Körperlichkeit, eine Leiblichkeit gibt. Ich denke, hier wären auch Brücken, weil ja das Marsilius-Kolleg ja auch sehr viel mit Neurowissenschaften, mit Medizinern, Herr Butros, zusammenarbeitet. Also da haben wir viel. Mein Gedanke ist, die Leiblichkeit nicht als Bedingung der Möglichkeit von Bewusstsein zu denken, sondern als Folge der Wirklichkeit von Bewusstsein zu denken. Wenn es meine Wahrnehmung eines Baumes gibt, mein Beispiel für die heutige Vorlesung, das ich durchziehen möchte, Sie sitzen im Garten und sehen einen Baum, dann muss es mich an einem Ort geben. Das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, oh, wir könnten ja mal einen Forschungsaufenthalt in Australien machen und gucken, ob wenn man in Australien einen Baum sieht, ob der dann auch dabei ist. Nein, Wahrnehmung ist die Zumutung des Dabeiseins. Es geht gar nicht anders. Und das ist eben ein logischer Zusammenhang, ein phänomenologischer Zusammenhang. Das heißt also, ich denke den Leib überhaupt nicht, und da muss ich sagen, wie der Mainstream der Phänomenologie, als eine Bedingung der Möglichkeit, um als Mensch in der Welt zu sein. Ich distanziere mich hier durchaus von Philosophen, die sich selbst der Phänomenologie verpflichtet fühlen. Ich denke an Husserl, aber auch an Merleau-Ponty oder auch an Waldenfels. Sondern der Körper ist eine denknotwendige Folge. Das scheint mir Jean-Paul Sartre erkannt zu haben, wenn er zum Beispiel schreibt, Sein ist für die menschliche Realität Dasein. Das heißt, da auf diesem Stuhl, da an einem Tisch, da auf einem Gipfel des Berges zu sein. So weit kann man sich also uneingeschränkt an Sartre anschließen. Aus der Wirklichkeit, ja, ich kann jetzt Sie sehen, der die Tonaufnahme macht, die Damen und Herren im Netz können Sie nicht sehen. Und das ist jetzt sozusagen, ich weiß etwas über Sie, zwar a priori, ich weiß jetzt nicht, wie Sie sich fühlen, ob Sie vielleicht Bauchschmerzen haben, ob Sie das sagen, alles hier, das ist aber langweilig sind oder spannend finden, wäre schön. Aber ich weiß etwas, ich weiß, dass wenn Sie Selbstbewusstsein haben, dass Sie wissen, dass Sie da sind, an einem Ort sind. Da kommen Sie nicht drum rum. Das ist ein logisch notwendiges Wissen. Die Wirklichkeit des Selbstbewusstseins ist gleichzeitig immer die Wirklichkeit eines Ichs, das körperlich in der Welt ist. Jetzt würden Sie sagen, meine Herren, das haut mich aber noch nicht vom Hocker. Das ist übrigens öfter so, wenn man sich mit a priorischen Erkenntnissen beschäftigt, dass die nah an der Trivialität sein könnten. Ja, aber sie sind immerhin, in der Mathematik gibt es auch Sachen, die sind trivial, aber sehr wichtig. Also zwei Geraden schneiden sich an einem Punkt, ist in gewissem Sinne trivial, aber eben sehr wichtig. Meine These ist jetzt, meine Damen und Herren, die Zumutung, ein Leib in der Welt zu sein oder sein zu müssen
und die Zumutung, einen Körper in der Welt zu haben, sind unterschiedlicher Art. Es geht mir darum, dass wenn ich Selbstbewusstsein habe, ich ein Bewusstsein habe, dass ich hier bin. Dieses Hier oder Dasein ist ein Bewusstsein, dass ich einerseits einen Körper habe, der da ist, und andererseits meine, dass ich selbst da bin. Ich habe einen Körper und ich bin ein Leib. Ich kann zu dem, dass ich hier bin, in unterschiedliche Relationen treten. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Ich meine, dass ich das notwendigerweise muss. Das Dasein ist ein Dasein, was zu einem Stilzwang verurteilt ist. Das ist der Gedanke. Denn ich kann zu meiner Hand unterschiedliche Verhältnisse zum Beispiel einnehmen. Ich kann sagen, das ist ein Objekt, das tut weh, könnten Sie das nicht mal operieren? Ja, könnten Sie das vielleicht sogar optimieren, transhuman, also ein bisschen besser alles? Ja, aber ich kann auch sagen, das bin ich, das bin ich, ich bin hier. Ich kann sagen, ich bin hier und ich kann sagen, ich habe hier eine Hand. Wenn ich aber das Weltsein, mein Dasein erlebe, dass ich hier bin, dann erlebe ich es anders, als wenn ich sage, ich habe dort eine Hand. Und das möchte ich beschreiben. Durch das präreflexive Bewusstsein, körperlich in der Welt zu sein, also immer präreflexiv und ubiquitär gleichzeitig bewusst zu sein, in der Welt zu sein, werde ich in eine stilistische Relation zur Welt gebracht. Ich habe einen Körper, heißt, es gibt in der Welt etwas Physisches, Materielles, Stoffliches, was sich zum Beispiel beim Arzt wie eine Maschine reparieren lässt. Ja. Und Sie merken jetzt, ich möchte hier nicht Position beziehen. Ich mache jetzt mal so eine Perspektive, wo die ganze Sache hinlaufen soll. Ich möchte jetzt hier nicht Position beziehen und sagen, ja, die Beschreibung, dass das hier ein Körper ist, ist richtig. Ja. Oder die Beschreibung, oh, Körper ist hier falsch, das ist ein Leib. Nein, ich möchte eine Metaperspektive einnehmen, dass beides richtig ist, aber eben in Situationen. Ich habe einen Körper, ja, es gibt Situationen, wo ich mich zum Arzt wende und ihm sozusagen bitte, diese Maschine, die ich habe, zu reparieren. Es geht darum, wie ich für mich in der Welt bin. Und ich meine eben, dass dies in sehr unterschiedlicher Weise vollzogen werden kann. Es gibt Momente, wo ich eben das, was ich bin in der Welt, als einen mir fremden Körper gegenüber erlebe. Ich möchte konkret werden. Denken Sie zum Beispiel an Situationen, wo Sie sich überhaupt nicht zugehörig fühlen. Für Studenten sind das oft Prüfungssituationen, wie ich mir habe sagen lassen. Ja, aber denken Sie auch an die Situation, wo Sie einem ekligem Gegenstand gegenüber sind, den Sie alles andere als berühren möchten, wo Sie sich in Distanz fühlen, wo Sie sich geekelt fühlen, wo Sie sich nicht für Teil der Welt halten. Und umgekehrt gibt es leibliche Situationen, in denen wir mit der Welt verschmelzen, in denen wir uns als Teil der Welt verstehen. Wahrscheinlich alle, die jetzt hier im Raum sind, würden jetzt zum Beispiel sagen, das soll jetzt kein Witz sein, sondern wirklich eine phänomenologische Beschreibung, dass sie jetzt hier auf einem Holzfußboden stehen. Doch wenn ich das richtig sehe, berühren von uns allen die Füße nur ihre Strümpfe. Man sagt nicht, ich stehe auf Strümpfen, sondern man sagt, man steht auf dem Fußboden, weil man die Strümpfe mit in den Leib, ja, die sind nicht präsent, die gehören mit dazu. Man empfindet, ja, man steht auf dem Fußboden, obwohl Sie ja eigentlich sagen müssten, Sie stehen auf Ihren Strümpfen. Das heißt, hier wird der Leib. Und das ist jetzt ein Spektrum, was ich ausmalen möchte und ausarbeiten möchte. Meine Damen und Herren, vielleicht haben Sie gemerkt, was ich hier versuche, ist eine Übertragung. Es ist ein Versuch, Entschuldigung, eine Überlegung, die zu den berühmtesten der Kunstgeschichte überhaupt gehört, in die Bewusstseinsphilosophie zu transponieren. Ich denke hier an eine Unterscheidung, die auf den Kunsthistoriker Heinrich Wölflin in seinem Buch Kunstgeschichtliche Grundbegriffe 1915 zurückgeht. Was Sie hier sehen ist, und das meine ich jetzt nicht metaphorisch, vielleicht der berühmteste Vergleich, den die Kunstgeschichte je zu bieten hatte, nämlich 1915. Der Vergleich zur Eröffnung des Buches Kunstgeschichtliche Grundbegriffe, links die AEFA-Darstellung von Dürer und rechts die Darstellung von Rembrandt. Was jetzt Wölflin an diesen Bildern vorführt, für ihn ist es die Gegenüberstellung von Renaissance und Barock, ist etwas, was die Bedingungen der Möglichkeit von Sichtbarkeit betrifft. Es geht hier überhaupt nicht um Kunst, meine Damen und Herren, und es geht mir auch nicht um diese Barock,
Tradition. Deshalb nehme ich mal ein anderes Beispiel als Wölflin. Ich wollte dies nur zeigen, weil es so ausgesprochen berühmt ist. Links ein Ausschnitt aus dem sehr berühmten Titelbild von Hergé zu seinem Heft Die Juwelen der Sängerin. Und ich glaube, Sie alle wissen, dass das der sogenannte Linie Claire-Stil ist, also in Reinsform. Und rechts ein Aquarell von dem Maler oder Künstler Hugo Pratt. Und worum es mir geht, ist, das linke Bild ist ein typisch lineares Bild und das rechte Bild ist ein malerisches Bild. Die Teile gehen ineinander über. Sie haben nur fließende Teile. In beiden Fällen sind zwei Damen gemalt in einem roten Kleid. Sie können hier nicht bestimmen, wo etwas anfängt oder aufhört. Ich habe mal eine Kindervorlesung an der Universität gehalten und da kann man das immer sehr schön, ich wollte das heute jetzt hier nicht machen, sehr schön erklären, indem man den Kindern das ausdruckt und eine Schere in die Hand gibt und auffordert, doch die Person auszuschneiden. Und dann werden Sie sehen, dass man Castafiore, so heißt diese Opernsängerin links, wenn man die ausschneidet, ohne Probleme erkennen kann. Ja? Aber versuchen Sie mal, die Tänzerin rechts auszuschneiden. Sie werden dann nur einen Fleck bekommen. Malerisch, meine Damen und Herren, ist die Relation genau dann, wenn die Relater durch Sie sind, dass sie unselbstständig sind. Sie verfließen, sie gehen ineinander über. Die Stellen sind immer ein sowohl als auch. Hingegen linear ist eine Stelle, ist eine Relation, wenn man eindeutig angeben kann, wo sie anfängt, wo sie aufhört, ja, wo es eine Stelle gibt, wo es ein Weder noch gibt, nämlich die sogenannte Konturlinie. Also, wenn ich das jetzt mal hier vorführe, dann sehen Sie hier ganz Musterbeispiel eben lineare Relationen, ganz harte Linien, eine Trennung. Es ist ein Entweder-Oder, Sie können die Stelle bestimmen und hier wüsste man gar nicht, es fließt ineinander über. Und jetzt ist es aber der ganz wichtige Gedanke, meine Damen und Herren, von Wölflin, der in der Rezeption manchmal etwas untergeht, wenn ich einen richtigen Eindruck habe, dass dies jetzt keine empirische Feststellung ist. Wölflin wollte nicht sagen, oh, ich war oft in Florenz und habe festgestellt, da gibt es Bilder, die sind linear und da gibt es Bilder, die sind malerisch. Nein, was Wölflin entdeckt, ist das, was man sagen könnte, eine Notwendigkeit zur Kontingenz. Eine Notwendigkeit zur Kontingenz. Wenn Sie ein Bild malen wollen, dann kommen Sie nicht drumherum, eine Relation festzulegen. Entweder muss es linear sein oder malerisch oder etwas in dem Spektrum. Malerisch und linear ist ein Denkraum, ein Möglichkeitsraum. Sichtbarkeit existiert nur in diesem Raum. Deshalb kann ich a priori, und das heißt eben nicht mehr empirisch sagen, ja, wenn Sie mir sagen, oh, ich habe zu Hause ein Bild von einem Baum, um dieses Beispiel wieder zu nehmen, hängen, dann weiß ich, dass der Baum sich von seinem Hintergrund entweder linear abhebt oder malerisch verschwimmt oder etwas dazwischen hat. Er kann auch eklektizistisch an verschiedenen Stellen sein. Und meine These ist jetzt, was Wölflin jetzt beschrieben hat, ist die Relation der Gegenstände im Raum zueinander. Und da schließe ich mich vollkommen an. Aber wenn wir doch mit diesem Grundgedanken der Phänomenologie arbeiten, dass jedes intentionale Bewusstsein präreflexiv ein Selbstbewusstsein ist, dann meine ich, dass die Stilqualität des intentionalen Bewusstseins auch für das präreflexive Bewusstsein gilt. Das heißt, es gibt in dem Moment, wo ich die Welt wahrnehme, wo ich in der Welt bin, nicht nur einen Stil der Dinge in der Welt, die ich sehe. Ja, Sie können die Dinge malerischer sehen und Sie können sie linearer sehen. Und das ist, wie ich schon sagte, von Zuständen abhängig. Ja, das kann man auch testen. Trinken Sie heute Abend mal etwas Whisky, dann wird die Welt optisch malerisch. Ja, natürlich können Drogen die Wahrnehmung verändern. Aber auch Aufmerksamkeit, wenn Sie extrem Auto fahren, Tunnelblick, ja, selbst das Abnehmen meiner Brille verändert die Wahrnehmung. Das ist eben, hier merken Sie, hier gibt es in diesen Beschreibungen kein leibloses Subjekt. Das ist vollkommen, wie man sagen würde, Embodiment gedacht, also eben eine Verbindung. Und das ist jetzt der Gedanke, die kunstgeschichtlichen Grundbegriffe treffen auch daseinsgeschichtliche Bedingungen. Ich selbst bin in der Zumutung, habe die Zumutung zu erleben, in der Welt entweder malerisch oder linear zu sein. Das heißt also, wenn wir das Beispiel von eben nehmen, nehmen wir den Baum, den ich im Garten sehe, dann meine ich, dass die Situation dazu führt, dass mein Selbstbewusstsein mich in eine Relation zu dem Baum bringt.
Ich weiß ja, dass ich da bin. Sie wissen jetzt auch, dass Sie da sind. Aber es geht mir jetzt nicht nur, wenn Sie jetzt, Herr Boutros, mich sehen, um die Relation zwischen mir und Hintergrund, sondern diese Relation, das Dasein, ja, in der Welt, unterliegt auch den stilistischen Möglichkeiten, die wir in der Kunstgeschichte erforscht haben. Auch die Relation. Sie können malerisch in der Welt sein, dann sind Sie leiblich in der Welt. Sie verschmelzen. Ja, da denken Sie an Situationen, zum Beispiel hohe Erregtheit. Man kann auch an sexuelle Situationen denken, wo man mit der Umgebung sich eins fühlt. Oder eben linear, ich hatte auch eben Beispiele genannt, wo man sich in Distanz nicht dazugehörig fühlt. Diese Perspektive, meine Damen und Herren, ergibt sich jetzt nun, meine ich jedenfalls, und das ist der Anspruch meiner Forschung, eine Art metatheoretischer Blick auf die Geschichte der Selbstbewusstseinsphilosophie. Und die möchte ich Ihnen, diesen Blick, den ich jetzt versuche, den ich einzunehmen versuche, möchte ich Ihnen mit einem Beispiel vorführen, was ich rausgesucht habe. Ein Beispiel, an dem man sieht, dass ich meine, dass die Situation in der Philosophie relativ, ja, oft muss ich es leider mal so hart formulieren, hoffentlich fühlt sich jetzt keiner angegriffen, naiv ist, relativ Stilblindheit herrscht. Heidegger hat, wie ja viele von Ihnen wissen, ja, der Philosophiegeschichte eine Seinsvergessenheit vorgeworfen. Und ich möchte jetzt Heidegger eine Stilvergessenheit vorwerfen. Und nehmen wir mal diese Situation, diese beiden Bilder. Das ist ein Glücksfall, denn die zwei der bedeutendsten englischen Künstler haben im selben Jahr das nicht ganz unbekannte britische Model Kate Moss gemalt, nämlich Julian Opie, das ist links, einer der ganz bedeutenden englischen Künstler, und Lucian Freud rechts. Beide 2001 und 2002 haben dieselbe Frau gemalt. Jetzt stellen Sie sich mal vor, diese beiden Bilder hängen in einer Galerie und die Besucher stehen jetzt davor, das ist jetzt fiktiv. Und was ich jetzt versuche, ist eine Art Metapher für die Philosophiegeschichte zu entwickeln, eine Art Allegorie. Zwei Leute gehen in eine Galerie, Herr Boutros, sehen diese Bilder und die fangen an zu streiten, weil der eine meint, die Frau Kate Moss sieht wirklich so aus wie dieser Android da links, so steril, die sieht genauso aus. Und der andere Besucher meint, obwohl keiner von den beiden je Kate Moss, diese reale Frau, gesehen haben. Nein, die sieht so lasziv aus, so wie man sie mehr von Rubens gemalt, ist ja sehr in der Rubens-Tradition dieses Bild, ja, sehr fließend, malerisch, ja, so ein lassives Geschöpf. Und die beiden würden also darüber streiten, ob jetzt die reale Person Kate Moss so eine Art Avatar aus einem Computerspiel ist oder, um es mal mit Merleau-Ponty zu sagen, ein Stück Fleisch ist, was lassiv da in die Welt hineinfließt. Merleau-Ponty verwendet immer den Begriff Fleisch, weil Fleisch ist ja dadurch ausgezeichnet, dass es keine Haut hat. Und er meint eben Fleisch, wenn die Haut ist, schon eine lineare Trennung. Deshalb spricht er nicht vom Körper, sondern vom Fleisch, weil ja durch das Fleisch schon dieses Malerische ist. Und das sehen Sie ja hier, wir könnten hier Wölflin anwenden, das ist ein Musterbeispiel dafür. Und jetzt wäre also der Streit zwischen diesen beiden, der eine sagt, Kate Moss sieht aus wie links und der andere sagt, Kate Moss sieht aus wie rechts. Und das Tolle ist, a priori, das heißt nur durch Nachdenken, kann man sagen, welche Meinung man dazu haben sollte, nämlich beide haben Unrecht. Beide sind naiv. Beide erkennen nicht, dass wir es hier nicht mit einer Frau zu tun haben, ja, sondern mit Bildern. Ja, mit Bildern, die einen Stil haben. Einen Stil haben. Und die Person, die abgebildet wird oder auf die man das Bild beziehen kann, muss keineswegs den Stil haben, muss ihn nicht haben. Wir wissen nicht, wie sie aussieht. Und das, meine Damen und Herren, ist jetzt die Situation. Ich meine, dass die Philosophiegeschichte eigentlich so ist wie dieser eigenwillige Besuch einer Galerie, wo sich zwei darüber streiten, ob die Frau so aussieht oder so aussieht. Ich meine, dass diese beiden Besucher in der Galerie Descartes und Heidegger sind. Das heißt, meine Damen und Herren, so abwegig die Situation ist, wir haben in der Kunstgeschichte ein viel größeres Stilbewusstsein als in der Philosophiegeschichte. Denn in der Kunst streitet man, da käme, glaube ich, keiner mehr auf die Idee, das würde man naiv finden. Wie, Kate Moss hat eine Außenlinie da drum laufen? Das ist aber eine komische Frau. Welche Frau hat denn heutzutage eine Außenlinie da drum rumlaufen? Ja? Und die Haut sieht aus wie bei einem Pfirsich, so wäre das ja bei dem Freud-Beispiel. Nein, wir haben in der Philosophie allerdings diese Situation,
dass wir stilistische Beschreibungen der Wirklichkeit für die Wirklichkeit selbst haben. Und wir haben die Situation, meine Damen und Herren, dass wir, wenn wir jetzt Bewusstseinsphilosophie und Wahrnehmungsphilosophie machen, dass wir sehr häufig den haben, ja, Descartes hat die Welt völlig falsch beschrieben. Was für ein Unsinn anzunehmen, es gibt res extensa und es gibt res cogitans und ich bin ja nur der, wie soll man sagen, der Geist in einer Maschine, der meinen Körper steuert, wie ich, wie ein Computerspieler einen Avatar steuert. Und dann sagt der andere, nein, Heidegger hat es richtig beschrieben, wir sind in der Welt sozusagen verflossen, das werde ich gleich vorführen. Was ich jetzt sagen möchte ist, nicht die beiden haben die Welt sozusagen unterschiedlich beschrieben, sondern sie haben unterschiedliche Wirklichkeiten beschrieben. Es gibt sozusagen Zustände, in denen das, was Descartes sagt, zutrifft und es gibt Zustände, in denen das, wo Heidegger sagt, zutrifft. Der Streit ist künstlich, so wie das, man kann Kate Moss so malen und so malen. Das heißt, ich möchte sozusagen die Wirklichkeit, die mir präsent wird in der Relation der Wahrnehmung, möchte ich als etwas darstellen, was eine Stilpluralität in sich birgt, aber eben kontingenterweise gibt es einen Stil. Wir können anders sein, das kann sich schon durch Zustände ändern, aber die Verurteilung zum Stil ist unumgänglich. Wir können nur in einem Stil in der Welt sein. Descartes, meine Damen und Herren, beschreibt in seiner Philosophie, und die ist vielleicht vielen von Ihnen bekannt, ja, beschreibt in seiner Philosophie, dass in der Welt sein radikal linear. Er meint, nicht einen Stil zu beschreiben, sondern das Dasein des Menschen zu beschreiben. Und das ist das Problem. Er meint, die Welt zu beschreiben, wo ich meine, er beschreibt einen Stil. Damit sage ich nicht, dass er falsch liegt, sondern dass er eine Möglichkeit zur Wirklichkeit verabsolutiert hat. Und das ist der Anspruch meiner Überlegungen, dass ich einen metatheoretischen Standpunkt auf die Philosophiegeschichte und auf die Bewusstseinsgeschichte entwickle. Der Mensch ist, das wissen Sie, für Descartes ein Mischwesen, ein Kompositum, ein Zwitter. Er ist ein Kompositum aus res extensa und res cogitans. Ja? Und die harte Linie dazwischen, die Differenz zur Welt, verläuft somit mitten durch den Menschen. Irgendwo bei mir, er hatte ja sogar Überlegungen, dass es da eine Zirbeldrüse gibt. Ja? Und das macht deutlich, dass das kartesianische Menschenbild radikal linear ist. Das sieht eben bei Descartes so aus wie bei einem Opi-Bild. So sieht ihre Weltrelation aus. Ja? Demzufolge ist für Descartes eine Leibphilosophie gar nicht vorstellbar, da es für den Menschen gar kein Leib gibt. Für Descartes ist das Sein der Welt von so kategorial anderer Art als das Sein des Ich, das zwischen Ich und also zwischen Welt und Ich kein Leib vermitteln kann. Das heißt, er hat ein Verständnis und es geht mir darum, dass ich beschreibe, wie ich für mich bin. Und die These, die ich ja verteidige, ist, ich für mich muss in einem Stil sein. Ich für mich muss in einem Stil sein. Und den Stil, den Descartes verabsolutiert und beschreibt, ist der radikal-lineare Stil. Ich bin für mich ja wie der Spieler an einer Computerkonsole, der einen Avatar in der Welt steuert. Und diesen Avatar nenne ich Körper. Das ist mein Körper, den ich in der Welt habe. Es könnte nicht entgegengesetzter sein. Dieser Kontrast, wie wir ihn zwischen diesen Bildern finden, das ist der stilistische Kontrast, den wir zwischen Descartes links und rechts bei Heidegger finden. Denn Heidegger beschreibt das Dasein derart in die Welt eingelassen, ja, mit ihr verwoben und in ihr hinein zerstreut, das sind alles Worte, die man bei ihm häufig findet, dass sich gar nicht mehr genau sagen lässt, wo das Dasein aus der Sicht von Heidegger räumlich anfängt und aufhört. So wie man das bei diesem Kleid nicht sagen kann, richtig, wo das anfängt und aufhört. Dieses Ich zerstreut sich in diese daseinsoffene Welt hinein, so redet auch Heidegger, mit der Konsequenz einer derart starken Angleichung der Relata, also von Ich und Welt, dass in ihrer Seinsart eigentlich eine ontologische Differenzierung unmöglich wird. Heidegger schreibt jedenfalls, übrigens ein Zitat, was gerne überlesen wird, die Welt ist daseinsmäßig. Die Welt ist etwas Daseinsmäßiges. Die Welt ist nicht vorhanden, sondern sie existiert. Auch die Welt existiert. Man sagt immer nur, das Dasein existiert. Nein, Heidegger, Zitat, die Welt ist nicht vorhanden, sie existiert.
Das heißt, weiterhin Zitat, sie hat die Seinsart des Daseins. Das, meine Damen und Herren, ist aus meiner Sicht die phänomenologische Mainstream-Sicht. Sie finden sie bei Merleau-Ponty. Ja, ich nehme mal ein Zitat von Merleau-Ponty. Der Leib vereinigt uns durch seine Ontogenese direkt mit den Dingen. Es gibt ein wechselseitiges Eingelassensein. Sie merken, Merleau-Ponty beschreibt unser Dasein so, als wenn sie so in der Welt sind. Ja? Ja, also aus meiner Sicht könnte man das Buch Sein und Zeit von Heidegger auch nennen, wie es ist, eine Qualle zu sein. Sie beschreiben, ja, er beschreibt eben nicht, wie es ist, ein Mensch zu sein, weil Menschen, meine ich, eine Stilpluralität haben, die verschiedene Möglichkeiten erlauben. Und Sie sehen, ja, dass wir hier also eine radikal malerische Ansicht haben, wo man manchmal verwundert ist. Ja, ich hatte eben das Beispiel mit den Socken, wo wir sagen, die meisten schlagen zum Beispiel Kleidung, Socken, Schuhe, Handschuhe schon dem Leib hinzu und sagen eben, ich stehe auf dem Fußboden. Ja, Merleau-Ponty, der manchmal, ich weiß auch nicht, aber da schießen die gerne auch übers Ziel. Sie merken meine Distanz, aber vielleicht wollen Sie auch was herausstellen. Ja, meint, die Welt selbst wird zu einer Art gigantischem Leib, Zitat, Merleau-Ponty, der bis zu den Sternen reicht. Also ihr Körper reicht nicht nur bis zu den Fußboden, sondern die ganze Welt wird daseinsmäßig. Diese Unterschiede möchte ich aus einer Metaperspektive beschreiben. Das heißt also, ich möchte mich gar nicht mehr auf den Streit einlassen, hat Descartes recht, hat Merleau-Ponty recht, so wie es blöd wäre, wenn Sie in einer Galerie sich streiten, wie sieht Kate Moss aus, ja, weil Sie sehen hier nicht Kate Moss. Ich würde niemals, also wir sehen hier auch keine nackte Frau, wir sehen hier ein Bild einer nackten Frau, was ganz was anderes ist. Und das wiederum ist also stilistisch geprägt. Und damit kommt der Gedanke, dass das, was Wölflin für die Kunstgeschichte gemacht hat, sich auch für die Selbstbewusstsein- und Wahrnehmungsgeschichte eröffnet. Das hat, und das möchte ich abschließend darstellen, aus meiner Sicht weitreichende Folgen. Weitreichende Folgen. Ich hatte ja gesagt, dass ich so ein bisschen an dem Beispiel durchdeklinieren möchte. Sie sitzen im Garten und sehen einen Baum. Und das dann sagt eben Wölflin, guck, der Baum hat zur Mauer eine Relation, die können wir in der Malerei darstellen. Und Sie nehmen den Baum verwischt mit dem Hintergrund wahr, Sie nehmen ihn artikuliert wahr. Und dann sage ich, ja, aber diese Relation betrifft auch mein In-der-Welt-Sein, meine Partizipation am Dasein, an der Welt, Entschuldigung, das Dasein ist die Partizipation an der Welt. Und wenn man jetzt sozusagen metaphorisch diesen Vergleich oder diese Allegorie ausarbeiten möchte, dann würde ich sagen, jetzt stellen Sie sich vor, Herr Boutros schaut mich gerade an, das ist schön, das macht das Reden vor einem so kleinen Publikum leichter. Dann stellen Sie sich vor, Herr Boutros, Sie müssten jetzt sozusagen in diesem Garten nicht nur sitzen da und lesen eine Zeitung, sondern Sie müssten da leben. Und leben, und da mache ich jetzt einen großen Sprung, aber er ist, glaube ich, auch intuitiv nachvollziehbar, obwohl er in den Arbeiten dann doch ausdeklariert, buchstabiert werden muss. Leben ist nun mal für Menschen ein sich Sorgen. Wir müssen uns um sich kümmern, denn spätestens, wenn Sie 2-3 Stunden da in der Sonne sitzen, brauchen Sie schon was zu trinken, vielleicht sogar schon früher oder eher. Also Sie müssen sich um sich sorgen. So, und jetzt möchte ich eine ganz einfache Frage stellen, die ärgerlicherweise nicht mir aufgefallen ist, sondern Michel Foucault. Aber ich würde sie übernehmen. Ich möchte eine andere Antwort als er geben. Foucault hat einmal die Frage gestellt, Zitat, was ist dieses Selbst, um das man sich zu sorgen hat? Und das ist großartig. Natürlich würden wir es vollkommen selbstverständlich sagen, ja, ich sorge, Menschen sorgen sich um sich, ja. Ja, Sie können auch meinetwegen biologisch argumentieren und sagen, es gibt sowas wie einen Selbsterhaltungstrieb. Es gibt einen Selbsterhaltungstrieb. Ja, die Tiere haben auch einen Selbsterhaltungstrieb. Und dann halt fragt man sich, ja, wenn Sie sich um sich sorgen, um was sorgen Sie sich denn dann? Ja, um mich selbst. So, und jetzt merken Sie, dass es aber ein großer Unterschied ist, ob ihr selbst ihnen so bewusst wird oder so bewusst wird. Das heißt, aus meinen Beschreibungen folgt, dass wir eine Pluralität
des Daseins denken müssen. Also nicht nur, ja, das Dasein ist plural. Dasein heißt die Menschen. Da würde ich sagen, da muss man eine Dumpfbacke sein, wenn man das in Zweifel zieht. Menschen können verschiedene Hautfarbe haben. Einige haben Locken, einige haben keine Locken. Da, sagen wir so, wenn man da anfängt zu zweifeln, kommen wir in ganz primitive Gegenden rein. Die Pluralität, sage ich mal, die ist geschenkt. Ja. Was ich aber noch möchte, ist, nicht nur das Dasein plural zu denken, nochmal, also da kommen Sie in unschöne Gegenden rein, wenn Sie das anzweifeln, sondern das Sein des Daseins. Wir sind nicht nur unterschiedliche aussehende Wesen in der Welt, sondern unser Dasein ist unterschiedlich, hat ein unterschiedliches Sein. Wir müssen also die Diversität des Menschen noch eine Etage höher sozusagen denken. Unser Dasein kann plural sein, wir können so in der Welt sein und wir können so in der Welt sein. Und das führt zu radikal anderen Formen des sich um sich selbst sorgen. Das Selbst, um das sich der Mensch auf unterschiedliche Weise sorgt, ist selbst schon unterschiedlich. Das ist der Punkt. Ja, wir sorgen uns in unterschiedlicher Weise. Wir haben wahrscheinlich unterschiedliche Berufe und sehen zu, dass wir eben nicht zu schnell abwracken und vor die Hunde kommen. Ja, das ist so. Aber der Punkt ist, ja, das Selbst, um das sich ein Mensch auf unterschiedliche Weise sorgt, wir haben eine doppelte Pluralität. Wir sorgen uns unterschiedlich, der eine versucht so über die Runden zu kommen, der andere so. Aber das Selbst, das wir am Leben erhalten wollen, um das wir uns sorgen, ist unterschiedlich. Wenn ich in der Welt so bin, wie es die Phänomenologie einseitig beschrieben hat, Sie merken, ich distanziere mich hier sehr stark von dem Mainstream der Phänomenologie, dann gilt es ja in meinem Leben, sich um einen ja, fleischlichen Leib zu kümmern. Ja? Selbstsorge wäre nach Merleau-Ponty Fleischerhalt. Ja, Fleischerhalt. Und ich würde sogar sagen, das kann sein. Aber ich möchte eben sagen, dass dieses Spektrum des Seins, des Daseins sich in den Lebensformen des Menschen artikuliert. Und dadurch möchte ich mit meinen Beschreibungen ja, zeigen, dass wir die Pluralität des Menschen nicht nur auf der Daseinsebene denken. Klammer offen, ich habe es ja jetzt auch oft genug gesagt. Da kommen wir wirklich haben wir nur noch mit Dumpfbacken zu tun, wenn wir da anzweifeln, dass Menschen auch unterschiedlich aussehen können, ja, sondern eben, dass aber das Sein des Daseins auch plural gedacht werden kann. Also es gibt nicht nur ontische Unterschiede, sondern ontologische Unterschiede. Und das führt dazu, dass die Folge des Malerischen in der Weltseins, wenn Sie so in der Welt sind, ist eine inkludierende Selbstfürsorge. Und die Folge des Linearen in der Weltsein ist eine exkludierende Selbstfürsorge. Die Sorge ist inkludierend, heißt also, wenn ich meine, dass ich mit der Welt verschwommen bin, wenn ich wie Heidegger meine, dass mein Dasein so ist, dass die Welt existiert, also der ontologische Modus der Welt ist auch der Existenz bei Heidegger, dann ist die Selbstfürsorge immer identisch mit Weltfürsorge. Und das, meine Damen und Herren, ja, heißt also ein radikal ökologisches Denken ist mit diesem Selbstbewusstsein verbunden. Das ist nicht ein Phänomen, was man jetzt an den Haaren herbeizieht. Ich nehme mal nur ein Beispiel. Ich glaube, es gilt für, ich hoffe mal eigentlich für alle Menschen, ich hoffe, es gilt für die allermeisten Menschen, definitiv gilt es für mich. Zum Beispiel die Sorge, die Eltern haben ihren Kindern gegenüber. Ja, es ist doch in der Regel nicht so, dass der Vater, die Mutter den Kindern was zu essen gibt, weil man sagt, ja, das steht so im Strafgesetzbuch, das muss ich machen, wenn ich das nicht mache, ist das, ja, oder ja, das verlangt der kategorische Imperativ. Ich gönne keinem Kind dieser Welt Eltern, die sagen, meine Kinder kriegen was zu essen, weil es der kategorische Imperativ verlangt. Ja, ja, nein, weil eben da hat man dieses malerische Verhältnis zur Intersubjektivität. Weil man das Sorgen um die Kinder, ich hoffe mal viele, ich denke mal, aber es ist ja kein fremdes Phänomen, wird als Selbstfürsorge. Es ist das heißt, das wird zum Selbst inkludiert. Gelingende Selbstfürsorge ist dann, wenn es auch den Kindern gut soll. Sonst würden Sie nicht sagen, ich habe mich da nicht um mich selbst gut, weil eben hier das Dasein ontologisch als in die Welt reichend gedacht wird. Das heißt also, wir haben hier einen Zustand, ein Selbstbewusstseinszustand, der ganz andere Bedingungen der Möglichkeit des Erfolges von Sorge hat. Bedingungen der Möglichkeit des Erfolgs von Sorge. Das heißt, wir haben hier einen Selbstzustand, ein Selbstbewusstsein, was erst Sorgenfreiheit erlebt, wenn auch die Welt sorgenfrei ist. Ein so radikal ökologisches Denken, dass eben die Sorge um die Welt, weil ich selbst in der Welt Teil bin, eben als Selbstsorge verstanden wird.
Und Sie können sich vorstellen, dass wenn in so einem Bewusstseinszustand, wir hatten das Beispiel mit dem Garten, würde die Architektur zum Beispiel ganz anders aussehen. Ja? Und Sie alle wissen, dass Heidegger ja ausführlichst beschrieben hat, wie zum Beispiel die Architektur eines solchen malerischen Daseins aussehen soll. Er verherrlicht ja geradezu Hütten- und Schwarzwaldarchitektur. Ja? Man würde eben versuchen, in der Architektur dieses malerische Dasein zu reproduzieren. Es sollte nicht eine Differenz aufgebaut werden, sondern es soll eine Architektur sein, die mich mit der Welt verschwimmt. Es geht darum, dass sozusagen der Erfolg der Selbstsorge mit diesem Stil des Selbstbewusstseins die ökologische Geborgenheit ist. Und meine These ist jetzt, dass wenn wir das Dasein des Menschen nicht nur ontisch plural denken, alles, wer daran zweifelt, kann sowieso einpacken, ja, sondern ontologisch plural denken, dann müssen wir denken, dass also die Arten, wie Menschen sich um sich sorgen, sie werden sich um sich sorgen. Ja, aber das ist der Bewusstseinszustand, woraus eine notwendige Folge ist, dass unterschiedliche Zustände als Erfolg der Sorge wahrgenommen werden. Die Wahrnehmung und das Selbstbewusstsein legt fest, was wir als Erfolg einer Sorge wahrnehmen. Ich könnte es so formulieren, um mal sozusagen es auf den Punkt zu bringen. Ja, wenn die Mit- und Weltsorge als Selbstfürsorge erlebt wird, ist das und das Selbstbewusstsein malerisch ist, dann geht es darum, dass die Sorge sich bis in die Welt überträgt. Genau umgekehrt ist es, meine Damen und Herren, bei einem linearen Selbstbewusstsein. Und wiederum so, wie Heidegger die Sorge für das Malerische beschrieben hat, beschreibt auch Descartes, allerdings, das weiß ich auch, nicht annähernd so ausführlich. Also bei Heidegger ist es ein ganz dickes Thema. Also der über Sorge ist ein zentraler Begriff seiner Überlegungen. Und bei Descartes ist es eben nur wenig. Aber der Punkt ist, ja, wenn Sie ein lineares Selbstbewusstsein haben, dann empfinden Sie morgens, Herr Boutros, das Zähneputzen wie einen Ölwechsel am Auto. Ja? Natürlich kümmern Sie sich wahrscheinlich auch um Ihr Auto. Aber was für ein Verhältnis? Und Sie würden sagen, ja, ein Auto braucht ab und an mal einen Ölwechsel. Sie sind in völliger Distanz zu Ihrem Körper. Das gibt es. Ja, wenn man beim Zahnarzt ist, hat man manchmal so ein ähnliches Gefühl, dass man sich so distant dafür fühlt und sich ärgert, dass da wieder was repariert werden muss. Das heißt aber, im einem extrem linearen Selbstbewusstsein wird schon so eine Leichtigkeit wie Körperpflege, Zähneputzen, wie eine Fremdsorge. Ja, ich kümmere mich um meinen Garten und ich kümmere mich um meine Zähne. Ich kümmere mich um mein Auto und ich kümmere mich auch ab und an um meine Nierenwerte. Das ist also eine völlig lineare Verhältnis. Selbstwertbewusstsein heißt also hier, das Bewusstsein selbst linear getrennt zu sein in der Welt, führt zu einem radikal anderen Verständnis von Sorge und auch vom Gelingen der Sorge. Descartes hat dies also aus meiner Sicht wirklich sehr treffend beschrieben und auch in der vielleicht heute erschreckend so distant ökologischen Weise. Ich lese Ihnen mal das Descartes-Zitat vor. Durch diese verschiedenen Bewusstseinsformen kommen zwei ganz andere Verständnisse von Technik in die Welt. Es geht nicht darum, ob sie funktioniert oder nicht funktioniert, sondern wie ich eben zum Beispiel, was für ein Bewusstsein ich zum Auto, zu der Technik habe. Und über die technischen Methoden schreibt Descartes, denn sie zeigen mir, Zitat Descartes, dass es möglich ist, zu Erkenntnissen zu gelangen, die äußerst nützlich für das Leben sind. Ja, das stimmt, nützlich, da kann man was mitmachen. Und dass man anstelle jener spekulativen Philosophie, die man in den Schulen lehrt, eine praktische finden kann, durch die wir die Kraft und die Wirkungsweise des Feuers, der Luft, der Gestirne, der Himmelsregionen und aller anderen Dinge, die uns umgeben, genauso deutlich erkennen könnte wie die verschiedenen Gewerbe unserer Handwerker. Also er sagt, vergesst doch endlich diese spekulative Philosophie und macht etwas, womit wir die Welt verändern können. Und dann geht's weiter, Zitat, wir können diese Spekulationen deshalb in derselben Weise für alle Anwendungen verwenden, zu denen sie sich eignen und uns so gewissermaßen, und jetzt kommt eine berühmte Stelle, zu Herren und Eigentümer der Natur machen. Zu Herren und Eigentümer der Natur machen. Das heißt also, die Kontingenz des Stiles führt dazu, dass wir Menschen in der ontologisch different in der Welt sein können, so dass wir eben die Welt als Besitz erleben können, und eben uns dann entsprechend drum kümmern oder als Teil dessen empfinden, zu dem wir selbst dazugehören. Descartes hätte es meiner Ansicht nach nicht treffender formulieren können. Das Selbstbewusstsein legt fest, was die Bedingungen sind,
wann Menschen es als gelingend empfinden, dass sie sich um sich selbst gekümmert haben. In einem malerischen Weltbewusstsein gehört die Welt mit zur Selbstsorge. In einem linearen Bewusstsein wird die Welt zu etwas, um das ich mich technisch vielleicht kümmern kann. Meine Damen und Herren, ich glaube, das Gesamtanliegen meiner Überlegungen ist deutlich geworden. Ich verstehe eine Phänomenologie der Wahrnehmung und des Selbstbewusstseins sicherlich nicht nur, aber doch auch als ein Plädoyer, die Diversität zwischen Menschen nicht nur ontisch, sondern auch ontologisch zu denken. Ontologisch zu denken. Ja? Es sind nicht nur unterschiedliche Menschen in der Welt, sondern die Menschen sind als Folge ihres Selbstbewusstseins und ihrer Wahrnehmung auch noch in unterschiedlichen Weisen in der Welt. Ja? Sie sind in unterschiedlichen Weisen in der Welt. Und genauso, wie es eine ontische Diversität von Menschen erfreulich ist und zu akzeptieren gilt, gilt dies auch für eine ontologische Diversität von Menschen. Erlauben Sie mir abschließend zuzuspitzen, einem Menschen ein falsches präreflexives Selbstbewusstsein vorzuwerfen, ist genauso absurd und unerträglich, wie ihm eine falsche Hautfarbe vorzuwerfen. Wir müssen die Diversität des Menschen nicht nur ontisch, sondern ontologisch denken. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Lieber Herr Wiesing, vielen Dank für diesen wirklich bemerkenswerten Vortrag, sehr anschaulich, über den wir alle sicherlich noch viel nachdenken werden, damit auch über uns selbst. Das war verständlich, anschaulich und anregend, gleichzeitig aber auch anspruchsvoll, herausfordernd und provokativ in dem Sinne, dass es zum Überdenken bislang unbedachter Annahmen animiert. Sie haben damit auch eindrucksvoll gezeigt, welchen wichtigen Beitrag die Philosophie im interdisziplinären Diskurs leisten kann. Für mich sind solche Vorträge ein Grund dafür, weshalb ich mich im Marsilius-Kolleg einbringe und weshalb ich davon auch so sehr profitiere. Ich bin mir sicher, dass Sie auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer zum Nachdenken angeregt haben. Zur Marsilius-Vorlesung gehört ein kleines Ritual, das wir auch im Online-Format fortführen, und zwar die Verleihung der Marsilius-Medaille. Sie ist Ausdruck des Dankes und der Anerkennung und möge sie auch in Zukunft an diesen ungewöhnlichen Tag in Heidelberg erinnern. Ganz sicher. Ich darf Ihnen zunächst die Urkunde vorlesen. Das Marsilius-Kolleg der Universität Heidelberg verleiht Professor Dr. Lambert Wiesing anlässlich der Marsilius-Vorlesung zum Thema Wahrnehmung und Selbstbewusstsein die Marsilius-Medaille für die Förderung des Gesprächs zwischen den Wissenschaftskulturen. Unterschrieben im Februar 2021 von Herrn Kollegen Boutros und mir. Schön. Nun darf ich Ihnen zunächst ich mache die noch mal eben auf. Ja. Die Medaille zeigen. Oh. Wir könnten sie vielleicht auch mal hier einspielen. Mhm. Und damit verbunden auch sehr gerne die Urkunde. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Wiesing. Herr Guter, herzlichen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt. Dankeschön. Schön.